Worte zu dem Projekt sagen. Dann wird Pavel Zajas einen speziellen Schwerpunkt herausgreifen und anschließend werde ich nochmal auf bestimmte Punkte eingehen. Es ist ja klar, wenn man so ein Buch vorstellt, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie seitenweise aus dem Buch vorlesen, das würde Sie langweilen. Also wir werden bestimmte Punkte rausgreifen, in der Hoffnung, Ihnen auch ein bisschen Appetit auf das Buch zu machen. Ich will auch vielleicht damit anfangen, was das Buch nicht ist. Das Buch ist keine reine Ereignisgeschichte von 1945 bis heute, denn das können Sie bei Wikipedia nachlesen, sondern es ist eine problemorientierte Geschichte, die die Verbindungen zwischen Deutschland und Polen hervorheben soll und insbesondere Verbindungen der Art, die vielleicht noch nicht so allgemein bekannt sind. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alles nicht auftaucht, was irgendwie schon bekannt ist. Also die groben Linien entsprechen natürlich den Linien der deutsch-polnischen Beziehungen und müssen dementsprechend auch vorkommen. Aber manchmal haben wir dann eben doch andere Schwerpunkte gesetzt. Und das ist eben auch das Konzept dieser Reihe, dieser deutsch-polnischen Geschichte generell, die geplant war von Anfang an von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt oder wie es jetzt heißt, Wissen verbindet, in 5 Bänden angelegt. Von diesen 5 Bänden sind mittlerweile auch 4 erschienen. Das heißt, die Bände 1 bis 3 und der Band 5, also unser Band, hier noch mit dem falschen Cover, aber das ist nicht unsere Schuld. Genau, also hier sehen Sie das, also es gibt ein Band über das Mittelalter, ne, Band 1, dann ein Band über die frühe Neuzeit bis 1806, ein Band über das 19. Jahrhundert, das lange 19. Jahrhundert, dann ist noch ein Band geplant über die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und wir haben dann angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg, das heißt genauer genommen eigentlich erst 1948, weil all das, was mit dem Krieg und den Kriegsfolgen unmittelbar zu tun hatte, in den Band 4 mit reingenommen wurde. Und die Idee war eben, also das Deutsche Polen-Institut hat eine wichtige Rolle dabei gespielt als Herausgeber dieser Reihe oder als Initiator auch dieser Reihe, dass ein deutscher und ein polnischer Autorin dieses Buch, diesen Band jeweils zusammenschreiben. Und so ist es auch passiert. Das heißt, wir haben das dann eben zusammengeschrieben und haben unsere Schwerpunkte dann auch gesetzt. Vielleicht kannst du mal eins weitergehen. Ja, das kennen wir. Genau. Also wenn Sie sich das Inhaltsverzeichnis angucken, diese Bände haben quasi 2 Teile. Der erste Teil ist mehr oder weniger ein Überblick, der auf eine gewisse Art und Weise chronologisch gestaltet ist, mit 1, 2 Ausnahmen. Also es gibt in diesem Band zum Beispiel jetzt nur ein Kapitel über Polen und die DDR. Wir hatten beschlossen, das dann zusammen in einem Kapitel unterzubringen. Könnte man natürlich auch anders machen können, aber das war halt so unsere Entscheidung. Und die Zäsuren haben wir auch mehr oder weniger selber gesetzt. Die erste Zäsur bietet sich an. 1949 ist eine Zäsur der deutschen Geschichte natürlich mit der Entstehung der Bundesrepublik und der DDR. 1956 ist eher eine Zäsur der polnischen Geschichte mit der Rückkehr Władysław Gomułkas an die Macht und den Nationalkommunismus. 1970, die Zäsur ist eine beiderseitige, wenn Sie so wollen, nämlich indem man den deutsch-polnischen Vertrag beziehungsweise die Gespräche und den zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen, die 1970 zu einem Abschluss kommen, den Kniefall Willy Brandts als Einschnitt nimmt und dann natürlich 1989 mit dem Systemumsturz in Polen und in der DDR und im gesamten Ostblock. Das ist also der erste Teil. Und im zweiten Teil haben wir sozusagen die Freiheit, in 4 Kapiteln besondere Schwerpunkte zu setzen, die eher, sagen wir mal, forschungsorientiert sind und sich auf Bereiche beziehen sollten, die entweder noch nicht so gut aufgearbeitet sind oder eventuell neue Ideen bringen. Wir werden sicher auch auf diesen zweiten Bereich gleich noch näher eingehen. Wichtig ist vielleicht auch noch darauf hinzuweisen, das Ganze hatte von vornherein einen festgelegten Umfang. Das heißt, wir konnten jetzt nicht beliebig drauf losschreiben, sondern mussten genau überlegen, was packen wir in dieses Buch mit rein und was nicht. Daraus resultiert zum Beispiel, also was wir öfter schon gehört haben jetzt, warum taucht der oder der Name nicht auf oder warum taucht dieses Thema nicht auf? Das taucht deswegen einfach nicht auf, weil nicht alles auftauchen kann, sondern weil wir gewissermaßen aus einer bestimmten Perspektive heraus es geschrieben haben. Und dann fehlen halt auch manchmal Namen. Einfach weil wir diesen vorgegebenen Umfang hatten und wir wussten also ungefähr am Ende, naja, mehr oder weniger 250, 260 Seiten, länger sollte das ganze Buch nicht werden. Ne? Also deswegen ergeben sich schon allein gewisse Einschränkungen und Verkürzungen und
zusammen mit der Schwerpunktsetzung führt das dann eben dazu, dass bestimmte Themen stärker behandelt werden und andere weniger stark. So, was haben wir noch, Pavel? Was kommt jetzt als nächstes hier? Genau. Dann kommst du. Dann komme ich. Ja, danke, Markus. Genau. Also die Idee des Buches war auch dermaßen auch neu, dass wir das zu zweit mit Markus geschrieben haben. Also berufsmäßig haben wir auch also ziemlich unterschiedliche Hintergründe. Also Markus ist studierter Historiker und arbeitet auch, lehrt auch als Historiker. Und mein Metier ist eher Literaturwissenschaft, allgemeine Literaturwissenschaft. Das ist auch der zweite Band, der in einer solchen Konstellation geschrieben worden ist. Es gab auch einen Band zum 19. Jahrhundert, der auch von einer Literaturwissenschaftlerin und einem Historiker zusammen geschrieben worden ist. Und von dieser Konstellation kann man auch diese Schwerpunkte einigermaßen ableiten. Also Markus hat schon angedeutet, wir wollten auch ein Buch schreiben, ein Band schreiben, der lesbar ist. Denn es geht nicht um die Fakten, es geht nicht um die Vollständigkeit der Namen, der Persönlichkeiten. Es war auch ganz schwierig, als wir diesen Auftrag bekommen haben, das Buch zu schreiben, denn Sie können sich vorstellen, es gibt unglaublich viele Zeitzeugen, die so mit dem Zeigefinger hinweisen und sagen, dies und das fehlt oder das habe ich irgendwie anders erlebt oder das stimmt nicht. Also wir hatten schon diese Bürde auf unserem Rücken. Ja, das Buch muss stimmig sein, aber es muss auch etwas Neues geboten werden, was vielleicht in anderen Büchern zu deutsch-polnischen Geschichte nicht zu finden ist. Denn Sie wissen ja sehr gut, also das Feld ist ziemlich gut beackert. Also es gibt unzählige Quellen und Bücher zur deutsch-polnischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen haben wir in der zweiten Hälfte des Buches, die so ein bisschen wissenschaftlich gedacht ist, die viel auf unveröffentlichten Quellen basiert, sind die zwei ersten Kapitel der Rolle der auswärtigen Kulturpolitik gewidmet. Denn wir haben uns gedacht, diese auswärtige Kulturpolitik beziehungsweise die Rolle der auswärtigen Kulturpolitik, ganz besonders der bundesdeutschen auswärtigen Kulturpolitik, die wird zwar verzeichnet in diversen politologischen Studien, aber was das Kulturelle betrifft, zum Beispiel den Literaturtransfer oder Kulturtransfer, also die Vermittlung der polnischen Kultur in die Bundesrepublik Deutschland, dann wird dieser Faktor der auswärtigen Kulturpolitik normalerweise ausgeblendet. Denn, ja, Sie können sich vorstellen, die auswärtige Kulturpolitik, das ist nicht etwas, das in erster Linie die LiteraturwissenschaftlerInnen interessiert. Ja? Also wenn Sie irgendwie in das Bundesarchiv gehen, dann werden Sie wahrscheinlich kaum Literaturwissenschaftler finden, die dort recherchieren. Und umgekehrt, die Politikwissenschaftler bzw. die Historiker, die Historikerinnen, die sich dieses Thema bis jetzt angenommen haben, die sind nicht unbedingt an kulturellen Fragen interessiert. Also diese Fragen der Kultur, der Literatur, die werden zwar ab und zu tangiert und so leicht angesprochen, aber so richtig dazu geforscht haben die Historiker auch bis jetzt nicht. Deswegen haben wir gedacht, also in dieser Konstellation ein Historiker und ein Literaturwissenschaftler, ein Deutscher und ein Pole, das müsste im Grunde genommen klappen, um aus dieser zweifach doppelter Perspektive, also historisch, literaturwissenschaftlich, deutsch-polnisch, um etwas dazu zu schreiben.
Und Sie sehen da ein Zitat aus einem Aufsatz von einem uns nicht unbekannten Andreas Lavati, der jahrelang mit Karl De Dezius im Deutschen Polen-Institut gearbeitet hat. Andreas Lavati hat einmal festgestellt, dieses Jahr 1970 ist auch eine Zäsur für die deutsche auswärtige Kulturpolitik Richtung Polen. Und er schrieb, bis 1970 mussten die Kulturbeziehungen fast ausschließlich auf inoffizieller, gelegentlich auf halboffizieller Ebene laufen, gewissermaßen gegen die Politik, wenn auch nicht ohne deren stillschweigende Billigung. Die ungelöste Konfliktstimmung ließ allzu schnell sämtliche Bemühungen um kulturelle Kontakte, vor allem wenn sie offizielle Unterstützung fanden, als einen Versuch ideologischer Beeinflussung aus dem Lager des Gegners erscheinen. Zweifellos zulasten der kulturellen Beziehungen. Einige polnische Stimmen aus der ersten Hälfte der 70er Jahre weisen darauf hin, dass das Misstrauen gegenüber den eigentlichen Zielen der Bonner auswärtigen Kulturpolitik auch nach deren Neuorientierung von 1970 weiterhin gepflegt wurde. Und diese Zäsur, also das Jahr 1970 als Einschnitt zu verstehen, war unserer Meinung nach eine Einschätzung, die in erster Linie auf dem von der Geschichtsschreibung skizzierten Bild bundesdeutsch-polnischer Beziehungen nach 1945 basiert. Also demnach lag es auch nach Erlangung der äußeren Souveränität der Bundesrepublik im Mai 1955 außerhalb des Vorstellbaren, dass Bonn und Warschau diplomatische Kontakte würde aufnehmen können. Der Oder-Neiße-Konflikt und der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik, das heißt die im Dezember 1955 mit Blick auf die beiden Volksrepubliken Polen und Ungarn verkündete Hallstein-Doktrin, der zufolge die Bundesrepublik keine Botschafter der DDR in Drittstaaten duldete, waren die wichtigsten Streitpunkte. Als Periode eines Übergangs in der Geschichte der bundesdeutsch-polnischen Beziehungen gelten die Jahre der Großen Koalition, als der christdemokratische Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger einen politischen Ausgleich mit Polen suchte, der jedoch an konzeptionellen Divergenzen scheiterte, wir wissen. Und die Bundestagswahl im September 1969 sollte dann neue Wege in der Ostpolenpolitik eröffnen. Also das ist sozusagen diese gängige Sicht auf die deutsch-polnische Geschichte, die man auch in allen anderen Geschichtsbüchern findet. Und diese Diagnose von Andreas Lavati, also die Diagnose lautet irgendwie zusammengefasst, es habe zwar deutsch-polnische Kulturbeziehungen gegeben, aber keine kulturelle Außenpolitik vor 1970. Diese Diagnose stützt sich zum einen auf das gängige Bild der Ostpolitik, zum anderen auf die übliche Periodisierung der gesamten bundesdeutschen auswärtigen Kulturpolitik der Nachkriegszeit. Und wir wollten diese Diagnose hinterfragen in diesen zwei Teilen dieses wissenschaftlichen Teiles des Buches. Und wir haben mit Markus sozusagen ein doppeltes Ziel verfolgt in diesen zwei ersten Kapiteln des zweiten Teiles. Erstens wollten wir kulturpolitische Maßnahmen hinsichtlich des deutsch-polnischen Literaturtransfers vor 1970 erfassen. Also nicht nur Literaturtransfers, auch des Kulturtransfers insgesamt. Also da geht es um die Literatur, da geht es um die Musik, da geht es um die bildenden Künste aus Polen Richtung die Bundesrepublik. Und die aktive Rolle des Auswärtigen Amts in diesem Betätigungsfeld ist zwar durchaus aktenkundig, die Archivbestände wurden aber
bisher in keinerlei Weise, also wie schon angedeutet, analysiert. Und zweitens wollten wir anhand dieser Archivalien dieses gängige Bild bundesdeutsch-polnischer Beziehungen korrigieren und ergänzen. Also das war sozusagen unser Anliegen, was die beiden ersten Kapitel des zweiten Teiles des Buches betrifft. Also wie hat sich das gestaltet? Wir haben mal geschaut, ob es eine Ostpolitik vor der Ostpolitik gab, ob es irgendwelches Interesse des Bundesdeutschen Auswärtigen Amtes, was die kulturellen Angelegenheiten, was den kulturellen Austausch betrifft, ob das Auswärtige Amt auf offizieller bzw. auf einer inoffizieller Ebene diesen Kulturaustausch auch vor 1970 unterstützt hatte. Und ja, was haben wir unter anderem herausgefunden? In den 1950er Jahren wurden in oppositionellen Kreisen, in bundesdeutschen oppositionellen Kreisen, mit Blick auf Polen vor Überlegungen zur auswärtigen Kulturpolitik angestellt. Im Dezember 1956 informierte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Helmut Kalbitzer vor seiner Reise nach Polen über die Haltung der Bundesregierung zur Frage der Aufnahme kultureller Beziehungen. Daraufhin antwortete Wolfgang von Welk, Leiter der Länderabteilung des Auswärtigen Amts, die kulturellen Austauschbeziehungen sollten, Zitat, behutsam gespannt werden, um bei der Sowjetunion kein Misstrauen zu wecken und den gewünschten Evolutionsprozessen in Polen keine Schwierigkeiten zu bereiten. Und derartige Kontaktversuche wurden jedoch seitens der parlamentarischen Opposition seit dem Godesberger Programm der SPD im November 1959 immer sporadischer. Man praktizierte in erster Linie eine Politik der Gemeinsamkeit mit der Bundesregierung, wie sie in der ostpolitischen Entschließung des Bundestages vom Juni 1961 zum Ausdruck kam. Für den kulturellen Austausch mit Polen und mit dem ganzen Ostblock war hierzu eine interne Aufzeichnung des Auswärtigen Amts maßgeblich. Und Sie sehen das Zitat. Es hieß dort, die von der Bundesregierung festgelegten Richtlinien unserer Politik, ließen die Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes wissen, gegenüber den europäischen Ostblockstaaten schließen Erwägungen über den Abschluss eines Kulturabkommens von völkerrechtlichem Charakter zwischen der BRD und Polen hiesigen Erachtens aus. In der gegenwärtigen Situation kann eine Belebung der kulturellen Beziehungen zu Polen lediglich auf strikt privater Ebene erfolgen. Und wir wollen uns anschauen, wie sah das in der Praxis aus? Und was hat sich gezeigt? Also ungeachtet dieser offiziellen Richtlinien blieb das Auswärtige Amt weiterhin, also lange vor 1970, im deutsch-polnischen Literatur- und Kulturtransfer aktiv, indem es zum Beispiel unter Einbeziehung von Vermittlungsinstanzen, also deutsch-polnischen Gesellschaften, Verlagen oder anderen Institutionen, verschiedene Projekte von Privatpersonen sowie Verlagen finanziell unterstützte und eigene Förderprogramme veranlasste. Und Sie sehen da diverse Akten aus dem Auswärtigen Amt, wo es zum Beispiel um die Aktivitäten des Vereines Internationes geht. Also Internationes war dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung unterstellte Einrichtung. Und durch die Vermittlung der Internationes, also im Grunde genommen des Auswärtigen Amtes, konnten zum Beispiel diverse Gesellschaften wie auch bundesdeutsche Verlage bestimmte Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben
aus der Volksrepublik Polen in die Bundesrepublik einladen. Und dann wurden diese Aufenthalte also von 1956 bis in die 70er, 80er Jahre, die wurden dann von dem Auswärtigen Amt finanziert. Aber das Auswärtige Amt finanzierte auch lange vor der Wiederanknüpfung der diplomatischen Beziehungen eben durch Vermittlung von diesen Instanzen, finanzierte zum Beispiel diverse Ausstellungen der polnischen Kunst in der Bundesrepublik oder finanzierte auch die Teilnahme der deutschen Verlage zum Beispiel an der Warschauer Buchmesse. Das hieß, als der, sagen wir mal, der Surkamp Verlag seine polnische Bücher oder überhaupt sein Verlagsprogramm in Warschau an der Buchmesse ausstellen wollte, dann wurde diese Ausstellung des Surkamp Verlages oder des Hansa Verlages oder anderer Verlage, die in diesem deutsch-polnischen Bereich aktiv gewesen sind, dann wurden die Kosten durch das Auswärtige Amt übernommen. Und ich wollte Ihnen dann noch ein ganz prägnantes Beispiel dieser Teilnahme des Auswärtigen Amtes vor 1970 vorstellen. Und es geht um diesen, nicht, also da sehen Sie zum Beispiel diese Korrespondenzen zwischen dem Surkamp Verlag und dem Auswärtigen Amt, wo also der Surkamp Verlag stellt da die Kosten auf, welche durch das Auswärtige Amt übernommen werden sollten. Ne? Im Jahre 68, also das Auswärtige Amt hat den Ausstellungsstand finanziert und Honorar für Günter Grass und Flugkosten für Günter Grass und Flugkosten für Karl de Dezius und Sonstiges. Also man hat nach den Mittlern gesucht, nach Verlagen, nach Institutionen, um auf diese offiziöse Art und Weise diese Kulturpolitik zu machen, noch vor 1970. Und noch zum Schluss wollte ich Ihnen diese Initiative vorstellen, die ist Ihnen wahrscheinlich auch nicht unbekannt. Es geht um den Hermann Budensieg, ein Einzelgänger, eine Ein-Mann-Initiative. Und das ist irgendwie ein ganz prägnantes Beispiel dieses offiziös geförderten polnisch-deutschen Literaturtransfers. Budensieg war ein Mann, der war promovierter Germanist und war die krankheitsbedingt nur publizistisch tätig. Und über seine Beschäftigung mit Goethe stieß Budensieg auf das Werk von Adam Mickiewicz, hat sich in diesen Mickiewicz und in sein Werk verliebt und hat im Jahre 56 die Mickiewicz-Blätter gegründet. Also anfangs war da irgendwie, das war so eine Zeitschrift, eine Monatszeitschrift, gewidmet diesem Oeuvre von Mickiewicz und später auch insgesamt der polnischen, aber auch der litauischen, der osteuropäischen Literatur. Das war eine Zeitschrift, die sich durch Wissenschaftlichkeit nicht besonders hervortat, aber trotzdem hat im Jahre 1959 hat die Kulturabteilung des Auswärtigen Amts beschlossen, diese Zeitschrift zu finanzieren. Und die Begründung lautete, die Begründung des Auswärtigen Amtes: Die Mickiewicz-Blätter sind eine Zeitschrift besonderer Natur, die sich in erster Linie an eine kleine Gruppe interessierter Leser in Polen wendet. Es liegen zahlreiche Schreiben vor, die zeigen, dass sie, so wie sie
ihren Zweck erfüllt, so wie sie ist, ihren Zweck erfüllt. Da im gegenwärtigen Zeitpunkt die kulturellen Beziehungen zu Polen vorsichtig wieder angeknüpft werden sollten, wäre es verfehlt, sie gerade jetzt zu ändern bzw. einzuschränken. Also Sie sehen, da gab es immer wieder so Einwände von diversen Vermittlungsinstanzen, dass man diese Finanzierung einstellen sollte. Und also man hat nicht nur diese Zeitung finanziert, also der Budensik wurde durch das Auswärtige Amt mehrere Male als so Botschafter nach Polen geschickt, und man hat versucht, durch seine Vermittlung auf eine ganz offiziöse Weise Kontakte mit diversen polnischen Einrichtungen anzuknüpfen, unter anderem mit Universitäten. Ne? Also man hat zum Beispiel diverse Polenreisen bezuschusst, und Sie sehen da die Begründung. Eine Legationsrat in der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes schreibt: In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass Herr Budensik, wie in unterschiedlichen Unterredungen mit ihm festgestellt werden konnte, bei allem Idealismus für seine Aufgabe in Fragen der deutschen Wiedervereinigung und der deutschen Ostgrenze eindeutig den Standpunkt der Bundesregierung vertritt. Also man irgendwie, seine Polenliebe war uneingeschränkt, aber das Auswärtige Amt, dem Auswärtigen Amt war es auch ganz wichtig, dass sich der Budensik zur Frage der polnischen Westgrenze richtig äußert, wenn er schon mal unterstützt durch das Auswärtige Amt eine solche Reise unternimmt. Also man hat zum Beispiel im Jahre 1964 Budensik nach Krakau geschickt zum 600. Jubiläum der Jagiellonen-Universität. Budensik war der einzigste deutsche, also westdeutsche Gast bei diesem Jubiläum. Und man hat beschlossen, nicht nur seine Krakau-Reise, sondern man hat beschlossen, im Anschluss an die Feierlichkeiten den Budensik noch 2 Wochen lang durch das ganze Land reisen zu lassen und über seine Eindrücke zu berichten. Also Budensik hatte sozusagen diese offiziöse Aufgabe vom Auswärtigen Amt, sich mit diversen Vertretern der Kultur in Polen zu treffen und dann in Bonn zu rapportieren. Ne? Man war auch durchaus zufrieden mit seinen Eindrücken, mit den Kontakten, die Budensik angeknüpft hat. Und das Auswärtige Amt schrieb damals, das war eine der seltenen Gelegenheiten, um wirksame Kulturpolitik zu betreiben in einem Lande, das der deutschen Handelsvertretung die Aktivität auf diesem Gebiet versagt. Und zum Schluss noch wollte ich Ihnen diese Übersetzung von Pantadeusz zeigen. Budensik hat Pantadeusz ins Deutsche übersetzt und im Eidos Verlag in München herausgegeben. Die Qualität dieser Übersetzung wird also nicht unbedingt geschätzt. Das Interessante ist, dass die ganze Auflage dieses 1963 veröffentlichten Buches durch das Auswärtige Amt bezahlt worden ist. Das Auswärtige Amt hat auch dazu noch fast die gesamte Auflage des Buches aufgekauft und an die Vertretungen im Ausland, an die deutschen, bundesdeutschen Vertretungen im Ausland geschenkt. Und Sie sehen da die Begründung dieser Finanzierung von Pantadeusz. Man schrieb: Die Vertretungen können in einem kurzen Erlass auf die Bedeutung des Werkes
für die Polen und die Anerkennung, die die Übersetzung dort in den Fachkreisen des In- und Auslands gefunden hat, hingewiesen werden. Dabei könnte hervorgehoben werden, dass in der Sowjetzone bisher nichts Vergleichbares erschienen ist. Ne? Und damit wollten wir Ihnen so ein kleines Beispiel zeigen aus diesen zwei ersten Kapiteln des zweiten Teiles des Buches, wo wir auf die Bedeutung der Kultur und der Literatur hinweisen, gerade in der Zeit, als es noch keine diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen gab, vor dem Jahr 1970. Und jetzt bist du, Markus, dran, bitte. Ja, nachdem Paweł Zajas jetzt über die Literaturbeziehungen gesprochen hat und sehr ins Detail gegangen ist, um zu zeigen eben auch, was noch in den Archiven alles liegt und was in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, werde ich jetzt drei verschiedene Punkte kurz herausgreifen. Ich werde zum einen etwas über die 1970er Jahre sagen, dann über die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den dritten Punkt, was man vielleicht noch in der Forschung machen kann oder in der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, was bisher noch nicht so gemacht worden ist. Komme ich also zunächst zu den Verflechtungen der 1970er Jahre. Und Sie sehen ja jetzt dieses Bild von diesen drei Herren. Sollten Sie eigentlich zumindest zwei kennen. Wenn Sie katholisch sind, eigentlich alle drei, sonst werden Sie exkommuniziert. Aber Sie sehen also von rechts nach links Johannes Paul II., Josef Kardinal Höffner, Erzbischof von Köln in der Mitte und den späteren Papst Benedikt, also Josef Ratzinger, damals Erzbischof von München und Freising. Die Aufnahme stammt aus dem Kölner Dom 1980 anlässlich des Besuchs von Johannes Paul II. In der Bundesrepublik. Also eine wichtige Rolle bei dieser Vertiefung der Kontakte aufgrund des Warschauer Vertrages und der Ostpolitik spielten auf deutscher Seite schon in den 1970er Jahren Städte und Gemeinden, Vereine, Kirchen und Gewerkschaften. Während die wenigen deutschen Initiativen zu Städtepartnerschaften mit Polen in den 1970er Jahren aus den Kommunen selbst kamen oder von Bundespolitikern ausgingen, die mit bestimmten Städten eng verbunden waren, erfolgte die polnische Bereitschaft auf Weisung des dortigen Außenministeriums und war daher nicht lokal gesteuert. Zudem war bei manchen Initiativen für die deutsche Seite nicht immer klar, wo in Warschau die jeweiligen Entscheidungsträger saßen, die häufig vor allem an Symbolpolitik interessiert waren. Und doch entwickelten sich in vielen Fällen Verbindungen, die über die Jahre der Solidarność, des Kriegsrechts und des demokratischen Umbruchs von 1989 hinweg bis heute anhielten. Nächste Folie bitte. Die erste westdeutsch-polnische Verbindung wurde 1976 zwischen Bremen und Danzig geschlossen. Sie sehen hier die Unterzeichnung im Bremer Rathaus zwischen Hans Koschnik und dem Senatspräsidenten von Danzig, Andrzej Kasnowski. Darauf folgten weitere, darunter die von Göttingen und Thorn 1978, Hannover und Posen 1978 ebenfalls und zwischen Nürnberg und Krakau 1979. Diesen lag eine zwischenstaatliche Vereinbarung zugrunde, dennoch entwiesen sich die Detailverhandlungen immer als äußerst kompliziert. Dagegen wurde zum Beispiel der Wunsch der Stadt Stuttgart, sich mit Lodz zu verschwistern, 1979 abgelehnt vom Warschauer Außenministerium, ohne dass die Lodzer kommunalen Organe überhaupt dazu gefragt wurden. Dabei ging das gegenseitige Interesse in den beiden Städten auf eine Zusammenarbeit des Stuttgarter Stadtjugendrings mit dem Sozialistischen Studentenverband in Lodz zurück, die seit 1976 schon existierte. Aber erst 1988, also in den letzten Jahren der sozialistischen Herrschaft in Polen, war eine offizielle Vereinbarung zwischen Stuttgart und Łódź möglich geworden. Zwischen Städten in der DDR und Polen gab es teilweise bis in die 1950er Jahre zurückreichende Partnerschaften. Eine Beteiligung der Bevölkerung war hier aber nicht zwangsläufig vorgesehen, sondern es waren eher institutionelle Kontakte, die gefördert wurden. In den Jahren unmittelbar vor der politischen Wende in Polen spielten politische Bedenken gegenüber der Bundesrepublik dagegen kaum noch eine Rolle. Zentrale Akteure der Partnerschaften, und das muss ich Ihnen ja eigentlich nicht sagen allen hier, jenseits der politischen Organe waren auf deutscher Seite oftmals die lokalen deutsch-polnischen Gesellschaften, die vertraglichen Regelungen mit Leben füllen wollten. Zwar gab es schon seit 1950 mit der Helmut von Gerlach-Gesellschaft, die später in Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland umbenannt wurde, eine solche Einrichtung.
Sie stand jedoch ideologisch der DKP und der polnischen Staats- und Parteiführung nahe. Unmittelbar nach 1970 entstanden dagegen vor allem in Norddeutschland aus den Bürgerschaften der Städte heraus diverse Vereine, die das Wissen über Polen erweitern sollten. Die ersten waren Hamburg und Kiel 1972. Ein Jahr später folgten Lübeck, Bad Segeberg, Norderstedt und Berlin. 1974 dann München und 1975 Bremen. Nicht alle dieser Organisationen existieren heute noch, aber manche ja eben doch und nicht ganz erfolglos. Und schon seit 1974 gab es eine lose Zusammenarbeit in den 1980er Jahren als AG Deutsch-Polnische Verständigung und seit den 1990er Jahren als Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband, wie Sie wissen, bis heute weitergeführt wurde. Auch einige Hochschulen vereinbarten in den späten 1970er Jahren schon Partnerschaften, darunter die Universität Warschau mit Bonn und Tübingen, die Universität Łódź, Łódź mit Gießen. Hier waren die Wirtschaftswissenschaftler die Protagonisten. Und die Hochschule Bremerhaven mit der Akademie der Handelsmarine in Gdynia, 1978 beides. Kontakte auf Studierendenebene reichten sogar weiter zurück. Verflechtungen auf anderer Art lagen diesen häufig zugrunde. So initiierte der Gießener Politikwissenschaftler Gottfried Erb, einer der Mitbegründer des Benzberger Kreises von Katholiken, schon seit 1975 Exkursionen nach Polen. Nächste Folie bitte. Seit sein Kollege, sein Gießener Kollege Erich Dautzenroth, ein Pädagoge, rief 1973 zusammen mit anderen die internationale Korczak-Gesellschaft ins Leben. Die Naturwissenschaftler der Bochumer Ruhr-Universität konnten bei ihren Kontakten zur Jagiellonen-Universität Krakau an Verbindungen anknüpfen, die schon in den 1960er Jahren der Krupp-Generalbevollmächtigte Berthold Beitz vermittelt hatte. In jener Zeit schien es also ganz so in den 70er Jahren, als ob einer Normalisierung, wie man es damals nannte, des Verhältnisses zu Polen in politischer Hinsicht kaum mehr etwas im Wege stünde. Die Bundesrepublik war in dieser Zeit mit ganz anderen Fragen beschäftigt. Der Schock der Ölkrise und erste Spannungen innerhalb der vielgerühmten Sozialpartnerschaft zwischen belasteten die Wirtschaft und die Radikalisierung eines kleinen Teils der nach 1968er Bewegung rückten die Frage der inneren Sicherheit in den Vordergrund, am stärksten zugespitzt im sogenannten Deutschen Herbst von 1977. Die polnischen offiziellen Anstrengungen, als eigenständiger und gleichberechtigter Akteur wahrgenommen zu werden, fielen in dieser Zeit deshalb kaum auf fruchtbaren Boden. Am ehesten gelang das noch im Bereich von Kunst und Kultur, wo eine Reihe von Projekten zustande kamen, die auch in der Öffentlichkeit auf lebhafte Reaktionen stießen. In insgesamt 24 Städten fanden in den 1970er Jahren sogenannte polnische Wochen statt, darunter auch in kleineren Gemeinden wie Biberach an der Riß 1973, Schwäbisch Hall 1977 oder Ingelheim 1978. Aus finanziellen Gründen war die Anzahl westdeutscher kultureller Veranstaltungen in Polen dagegen deutlich geringer. Das grundsätzliche Interesse und die Bereitschaft, sich weiter zu öffnen, waren aber durchaus vorhanden. Und dazu gehörte auch, dass in den 1970er Jahren schon insgesamt 29 Deutsche mit der Medaille für Verdienste um die polnische Kultur ausgezeichnet wurden, darunter auch der schon eben erwähnte Hermann Buttensieg. Nächste Folie bitte. Im Bereich der Kirchen waren die entscheidenden Weichen zweifellos schon in den 1960er Jahren gestellt worden. Die beiden führenden Protagonisten sehen Sie hier auf der Folie. Auf der einen Seite der Erzbischof von Breslau, Wrocław, Bolesław Kominek, und auf der anderen Seite der Erzbischof von der Reihe nach Würzburg, Berlin und München und Freising, Julius Döpfner. Während die deutschen evangelischen Kirchen in ihr Engagement in Bezug auf Polen weitgehend auf soziale Fragen konzentrierten, intensivierten sich die Kontakte innerhalb der katholischen Kirche in dieser Zeit weiter. Zweifellos hegten auch hier führende deutsche Bischöfe weiterhin ein gewisses Misstrauen gegen manche ihrer polnischen Mitbrüder, insbesondere gegen den Primas von Polen, Kardinal Stefan Wyszyński. Andere waren aber bereit, die neuen Wege mitzugehen, die vor allem Pax Christi und der Benzberger Kreis vorbereitet hatten. Der hier erwähnte Julius Döpfner, später auch Kardinal, hatte im Prinzip, also er war derjenige, der auf westdeutscher Seite die Annäherung an Polen vorbereitet hatte, mit einer heute eigentlich relativ unbekannten Predigt, die er im Jahr 1960 in Berlin gehalten hat, in der sogenannten Hedwigspredigt, in der er darauf hingewiesen hat, dass eine Annäherung an Polen unbedingt sinnvoll und nötig sei. Von Vorteil waren dabei einerseits die Kontakte, die sich
nun auch zu der polnischen Znak-Gruppe entwickelten, also zu katholischen Laien, die innerhalb des Systems arbeiteten, innerhalb des kommunistischen Systems arbeiteten. Und dann natürlich 1978 mit Unterstützung deutscher Kardinäle erfolgte Wahl des Krakauer Kardinals Karol Wojtyła zum Papst. Zwei Vertreter des Bundes der deutschen katholischen Jugend gehörten auch schon zur Delegation Willy Brandts im Dezember 1970. Und 1972 kam nicht nur eine offizielle Znak-Delegation mit Stanisław Stommer und der Führung der Krakauer Wochenzeitung Tygodnik Powszechny erstmals in die Bundesrepublik, sondern führte auch die deutsche Sektion von Pax Christi in Erweiterung ihrer Aktivitäten aus den 1960er Jahren gemeinsam mit Znak ein erstes Seminar in Auschwitz durch. Dass das Ganze nicht ganz unproblematisch war, ist klar. Vor allem das Thema der Vertreibung der Deutschen aus Polen erwies sich weiterhin als eine Schwierigkeit. Und Sie kennen die Problematik der gemeinsamen Botschaft, also der Botschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder 1965, die jetzt kein so überragendes Echo der deutschen Bischöfe gefunden hatte. Und diese Konfliktlinien existierten auf eine gewisse Art und Weise weiter. Aber man konnte in den 70er Jahren schon erkennen, dass die Kontakte allmählich enger wurden. Und Karol Wojtyła war einer von denjenigen, die diese Kontakte massiv vorangetrieben haben. Er war ein Bewunderer der Philosophie des deutschen Philosophen Edmund Husserls gewesen und des Sozialkatholizismus Wilhelm von Kettlers Emanuel Kettler, nicht Wilhelm, und hatte dann natürlich während des Krieges keine so guten Erfahrungen mit den Deutschen gemacht als Fabrikarbeiter und als Untergrundstudent. Aber als er 1977 zum ersten Mal wieder in die Bundesrepublik kam und die Ehrendoktorwürde der Universität Mainz zum Beispiel erhielt, wurden diese Kontakte vertieft. Und als dann im Frühherbst 1978 eine Delegation der polnischen Bischofskonferenz zu einem offiziellen Besuch in die Bundesrepublik reiste, wurden all die Orte besucht, die als symbolisch, auf irgendeine Weise als symbolisch für das deutsch-polnische Zusammenleben galten, nämlich Fulda als Grablege des deutschen Apostels, sogenannten des heiligen Bonifatius, und als Sitz der deutschen Bischofskonferenz, Köln mit seinen bis ins Mittelalter zurückreichenden Verbindungen nach Polen, also adliger Natur vor allem, der Marienwallfahrtsort Newiges als Treffpunkt mit der deutschen Polonia, München mit dem Grab Kardinal Döpfners und Dachau als Symbol des polnischen Martyriums im Zweiten Weltkrieg und Mainz, wo Bischof Ketteler ja beigesetzt ist. Also insofern wurden hier schon die Weichen gestellt für die Wahl Karol Wojtyłas zum Papst und die immer engeren Kontakte dann der 1980er Jahre. Nächste Folie bitte. Ich möchte nur noch also zwei Beispiele, die ich jetzt nicht genauer thematisieren möchte, aber darauf hinweisen möchte, dass sie auch für die 70er Jahre eben stehen, vor allem die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission von der Historiker und Geografen, wo zum ersten Mal offizielle Vertreter der polnischen Geschichtswissenschaft und der deutschen Geschichtswissenschaft gemeinsame Empfehlungen ausarbeiteten, welche Themen wie in deutschen Schulbüchern angesprochen werden sollten. Federführend auf deutscher Seite war das Braunschweiger Institut für internationale Schulbuchforschung mit seinem Direktor Georg Eckert und der polnische Soziologe Władysław Markiewicz, der zwar ein überzeugter Marxist war, aber dennoch die Zustimmung des Politbüros auch hatte für eine Annäherung, die dann 1972 mit diesen Schulbuchempfehlungen zustande kam. Und die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission existiert ja bei allen Schwierigkeiten bis zum heutigen Tag weiter und diskutiert über diese Fragen. Nächste Folie bitte. Und das Deutsche Polen-Institut kennen Sie natürlich, das 1980 erst entstand, aber das von der Vorgeschichte her auch schon auf die zweite Hälfte der 1970er Jahre zurückging, auf deutsch-polnische Gesprächsforen und den Versuch darstellte, auch hier jetzt auswärtige Kulturpolitik zu betreiben, diesmal auf die Initiative von Karl Dedecius hin, des Übersetzers, der quasi ein Institut finanziert bekam vom Bund und von den Ländern, das eben die Kultur, den kulturellen Austausch mit Polen fördern sollte. Und das verfolgt ja auch an seinen neuen Standort diese Ziele bis zum heutigen Tage weiter. Was den zweiten Punkt angeht, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, ja, vielleicht auch das nächste Bild, ist dann besser dazu. So war die Frage nach den deutschen Tätern in Bezug auf den Angriffskrieg gegen Polen in Westdeutschland bis weit in die 1950er Jahre hinein gar nicht oder kaum thematisiert worden.
Generell herrschte damals in der deutschen Gesellschaft die Überzeugung, dass einige wenige führende Nationalsozialisten für die Gräueltaten während des Krieges verantwortlich gewesen seien. Damit ließ sich recht unproblematisch der überwiegende Teil der Gesellschaft entlasten, der den Krieg gutgeheißen oder passiv zur Kenntnis genommen hatte. Die meisten Bundesbürger waren lange davon überzeugt, zumindest die Wehrmacht sei doch im Grunde genommen die ganze Zeit über anständig geblieben. Deutsche Gerichte stützten die These vom Befehlsnotstand der Soldaten nach § 34 des Strafgesetzbuchs, wonach individuelle Schuld an NS-Verbrechen in einer Gefahr für Leib und Leben eingeschränkt gewesen sei. Und deshalb auch herrschte über die deutschen Verbrechen im Osten so etwas wie kollektives Schweigen. Soldaten, Verwaltungsangestellte, Lehrer, kaum einer von denen, die besetzten Polen tätig gewesen waren, fühlten sich bemüßigt, von ihren Erfahrungen zu berichten. Wenn manche dies dann oft viele Jahre später da doch taten, schwang mitunter die Erinnerung an eine goldene Zeit mit, in der man die Polen eigentlich immer gut behandelt zu haben glaubte. Die Täter sprachen, sofern sie sich nicht vor Gericht für ihr Wirken verantworten mussten, wenig über das Erlebte. Es kam nicht selten vor, dass sie mit oder ohne Wissen über ihre Vergangenheit Karriere im Nachkriegsdeutschland machten. SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth, einer der Hauptverantwortlichen für die blutige Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944 und insbesondere die bestialischen Verbrechen im Warschauer Stadtteil Wola, wurde Bürgermeister von Westerland auf Sylt und schleswig-holsteinischer Landtagsabgeordneter. Im Unterschied zu anderen war er von den westlichen Besatzungsmächten nicht an Polen ausgeliefert worden, offenbar weil er für deren Geheimdienste arbeitete. Ein weiterer heikler Punkt dieser Jahre. Gerhard Schäffler, NSDAP-Oberbürgermeister von Posen, wirkte in den 1950er Jahren an wichtigen Sozialgesetzgebungsprojekten im Bundesinnenministerium mit. Derartige Beispiele gibt es viele und es ist nötig, auf die Menge dieser Fälle hinzuweisen, wenn man positive Gegenbeispiele erwähnt, die immer die Ausnahme darstellten. Also diese deutsche Nichtwahrnehmung von all dem, was in Polen im Zweiten Weltkrieg passiert ist, war eben die Regel und nicht die Ausnahme. Es wurde verdrängt, es wurde verschwiegen, es wurde schön geredet. Und wenn es Ausnahmen gab, so waren sie spezifischer Art und Weise. Nächste Folie bitte. Hier mit diesem Zettel kann man sozusagen eine Art besondere Verflechtung herstellen. Also es ist ein bisschen schwer lesbar zugegebenermaßen. Sie sehen eine Karteikarte, ja, Korczak, Janusz Henryk oder Goldschmidt, geboren 1878 oder 79 in Warschau, 1942 von Warschau zum KL Treblinka, wahrscheinlich gebracht, 5.8.1942 in Treblinka verstorben. Und dann steht drunter erstens Dr. Erich Dautzenroth, Gießen, zweitens Bibliographisches Institut Mannheim. Das ist eine Akte aus dem Internationalen Archiv in Bad Arolsen, wo Schicksale von Kriegsopfern verfolgt und nachgezeichnet und erforscht wurden. Und diese Karte von 1974 zeigt eben, wo Dautzenroth, der von mir von eben schon erwähnte Gründer der Korczak-Gesellschaft, versucht, weitere Informationen über das Leben von diesem Korczak überhaupt zu bekommen. Es gab ja nun mal kein Internet und dieses Bibliographische Institut wollte offenbar auch für lexikalische Unterfangen dazu weitere Informationen haben zu dieser Person von Janusz Korczak, also dem legendären Pädagogen und an der jüdischen Schule in Warschau, der mit seinen Kindern gemeinsam in den Tod gegangen ist und der dann auch posthum in den 70er Jahren mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, 1972 genauer gesagt. Allerdings wurde eben dieser Korczak doch in erster Linie nicht als Pole wahrgenommen, sondern als Jude. Vielleicht gerade noch als bedeutender Pädagoge und als Schriftsteller. Und als 1972 diese Friedenspreisverleihung in der Paulskirche in Frankfurt stattfand und der Pädagoge Hartmut von Hentig, vielleicht der führende Pädagoge der damaligen Zeit, die Laudatio hielt, spielte der nationale Faktor und die Ermordung Korczaks durch Deutsche in dieser Laudatio praktisch keine Rolle. Immerhin sind aber heute etwa 50 Schulen in Deutschland nach ihm benannt, Straßen heißen nach ihm und im schwäbischen Günzburg errichtete der Theatermacher Siegfried Steiger 2003 das einzige deutsche Korczak-Denkmal. Die zweite Ausnahme ist die nächste Karte, auch wieder ein Sonderfall auf eine gewisse Art und Weise. Pater Maximilian Kolbe. Seine Bedeutung für den deutsch-polnischen Dialog hatte einen ganz anderen Kontext. Er ist eng mit der katholischen Kirche verbunden und hatte kaum eine staatliche Dimension. Kolbes Opfertod im KZ Auschwitz-Birkenau im Juli 1941, wo er sich gegen einen katholischen Landsmann mit Familie austauschen ließ,
wurde zum Symbol christlicher Nächstenliebe. Kolbe war aber nicht irgendein Priester, sondern einer der wichtigsten Vertreter des katholischen Pressewesens im Vorkriegspolen. In dem von ihm gegründeten Ort Niepokalanów bei Warschau gab er eine Reihe von Publikationen heraus, die teilweise deutlich antisemitische Züge aufwiesen. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils vereinbarten deutsche und polnische Bischöfe 1963 in Rom ein gemeinsames Schreiben zur Unterstützung einer Heiligsprechung Kolbes, die dann 1982 durch Papst Johannes Paul II. Auch erfolgte. Im gleichen Jahr 1963, wie dieses Konzil stattgefunden hatte, widmete der Schriftsteller Rolf Hochhuth sein skandalumwittertes Theaterstück Der Stellvertreter über die vermeintliche Untätigkeit von Papst Pius XII. Angesichts des nationalsozialistischen Judenmordes dem Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg und jenem Maximilian Kolbe. So wurde er vor allem auch in der Bundesrepublik bekannt und als 10 Jahre später dann ein Hilfswerk für polnische Überlebende deutscher Konzentrationslager entstand, verständigte man sich rasch auf Kolbe als seinen Namensgeber. Die Erinnerungskultur hat sich dann natürlich verändert im Laufe der 70er, 80er, 90er Jahre. Langsam rückte dann Polen doch etwas stärker ins Bewusstsein, aber nicht so, dass es in die breite Bevölkerung auch erreichte. Generell scheint es aber schon so zu sein, dass das Feld der Erinnerung und des Gedenkens in einem angenommenen deutsch, polnisch, aber sicherlich auch jüdischen Dreieck je mehr Raum einzunehmen scheint, desto weiter sich die Ereignisse selbst entfernt haben. Es leben nur noch wenige Menschen, die den Zweiten Weltkrieg bewusst miterlebt haben, und Experten diskutieren seit Jahren intensiv darüber, wie man das Wissen über den Holocaust am besten an die nächsten Generationen weitergeben kann. Das deutsch-polnische Verhältnis kam auch 1945 im Konkreten ohne die ermordeten, geflohenen, vertriebenen oder emigrierten Juden aus. Sie blieben jedoch sowohl in den symbolhaften Aktivitäten als auch im Unterbewusstsein der meisten Menschen in beiden Ländern präsent und nicht nur dort. Nachkommen oder Verwandte deutscher und polnischer Juden leben über die ganze Welt verstreut und ihnen sind bestimmte Teile der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts eingeschrieben. So ließ sich das Verdrängte nicht auf Dauer unter der Oberfläche halten. Nicht nur die Mörder waren unter uns, um einen berühmten Filmtitel zu rekapitulieren, sondern auch die Profiteure und die Zuschauer. Hiervon sind auf eine zutiefst ungerechte Weise Deutsche und Polen ähnlich betroffen. Aus verständlichen Gründen waren nur wenige polnische Juden nach Deutschland gekommen, um zu bleiben. Als die unmittelbare Nachkriegszeit zu Ende ging, gab es auch in Polen selbst nur noch wenige von ihnen. Die meisten davon waren assimiliert und nicht wenige davon waren überzeugte Kommunisten geworden. Sie mussten 1968 dann erfahren, dass sie von einem Teil der Gesellschaft als nicht so polnisch akzeptiert wurden, wie sie dachten. Viele wurden ihrer Arbeitsplätze beraubt und aus dem Land getrieben. Auch die im Land der Täter lebenden deutschen Juden waren auf Schritt und Tritt mit Antisemitismus und dem Erbe der Vergangenheit konfrontiert. Anfeindungen von rechts, teilweise aber auch von links, gehörten und gehören bis heute zu ihrem Alltag. Auch wenn der polnische Antisemitismus viel stärker als der deutsche nach wie vor eine religiöse Komponente enthält und sich seltener in physischen Angriffen äußert, so ist sein konkretes Erbe, das aus den Erfahrungen des Krieges herrührt, ebenfalls nach wie vor sichtbar, etwa wenn es um ehemaliges jüdisches Eigentum oder um staatliche Versuche geht, kritische wissenschaftliche Forschung, zum Thema Jed Wabner etwa, juristisch wie politisch zu unterbinden. Also insofern sind wir dann auch zu dem Ergebnis gekommen, und das kennzeichnet unser Buch auch, dass eine deutsch-polnische Beziehungsgeschichte nach 1945 ohne die Einbeziehung des jüdischen Themas im Grunde genommen nicht möglich ist. Das sollte aber nicht ohne Rücksicht auf die jeweiligen konkreten historischen Prozesse und nicht zwanghaft erfolgen. Das heißt, man muss jetzt nicht immer einen Satz dazu hinzufügen bei jedem Kapitel, das und das betrifft auch Juden, sondern wir haben es da angebracht, wo wir es für sinnvoll gehalten haben, etwa indem wir auf Einzelschicksale hingewiesen haben oder eben bestimmte Traditionslinien der Erinnerung, wie eben skizziert. Also das sind ziemlich komplizierte Fragen, vor allem wenn man sich Erinnern genauer anguckt. Und Erinnern manifestiert sich dann oft ja auch in Denkmälern, und die Diskussion auch über ein Polen-Denkmal, wie es ja im Moment in Deutschland geführt wird, ist im Grunde genommen nur eine Fortsetzung von Debatten, die im Grunde genommen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in beiden Ländern, teilweise aber auch in der DDR schon geführt worden sind und die nicht ganz einfach darzustellen sind. Ja, der dritte und letzte Teil ist ein Teil, was Forschung noch machen kann, was es für Möglichkeiten gibt, auch noch anders auf eine deutsch-polnische Geschichte zu gucken. Und da wollte ich Ihnen ein Beispiel bringen.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen mit diesem Bild was anfangen kann. Vermutlich eher nicht. Wenn Sie allerdings jetzt eine DDR-Biografie hätten, wäre das vermutlich etwas anders. Sie sehen hier vier Männer und einen Hund. Schäferhunde, wenn man sie allgemein betrachtet, gelten in der allgemeinen Überzeugung als besonders lebhaft, klug und treu. Somit ist es kein Zufall, dass in den meisten militärischen und polizeilichen Diensten weltweit prominent in Erscheinung treten. In fast allen Kriegsfilmen, in denen Hunde wichtige Rollen spielen, sind es Schäferhunde. Wenn es auch aus menschlicher Sicht unmöglich ist, die eigene Perspektive zu verlassen, Ausnahmen bestätigen die Regel, denken Sie an Michail Bulgakov und seinen Roman Hundeherz, so lässt sich doch versuchen, ihren besonderen, also den Stellenwert von Tieren in Einzelfällen zu ermitteln, selbst wenn es sich lediglich um eine künstlerische Positionierung handelt. Spick, Trimmer und Attack waren jedenfalls echte Schäferhunde, nur dass sie nicht unter diesen Namen bekannt wurden. In insgesamt 3 Staffeln mit 21 Folgen waren sie die wahren Helden der zwischen 1966 und 1970 in Polen und zwischen 1968 und 1972 in der DDR ausgestrahlten Fernsehserie 4 Panzerfahrer und ein Hund, Cztery Pancerni Pies. In dieser heute als eine der wichtigsten Kultserien der Volksrepublik Polen bekannten Produktion ging es um das Schicksal von Soldaten der kommunistischen Volksarmee auf ihrem Weg von der Aufstellung der Armee in der Sowjetunion bis zur Teilnahme am Sturm auf Berlin im Mai 1945. Neben den 4 Soldaten spielt eben dieser Schäferhund Scharik, vom russischen Wort Scharik für Kügelchen, eine tragende Rolle. Die Geschichte selbst reicht bis in die frühen 1960er Jahre zurück, als das polnische Verteidigungsministerium einen Wettbewerb zur Erinnerung an die eigenen Kriegstraditionen veranstaltete. Das Ergebnis blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, doch einer der 20 Texte, die schließlich gedruckt wurden, stammten von dem damals 40-jährigen Janusz Przymanowski. Er war selbst Soldat im Krieg und später Offizier gewesen. Der Scharik aus seinem Roman ist allerdings ein russischer Leica-Hund. In der Fernsehserie wird er dagegen entweder als deutscher oder als elsässischer Schäferhund bezeichnet. Das ist zwar im Grunde genommen das Gleiche, soweit ich weiß, aber elsässisch klang eher als, also Elsass entsprach eher dem Opfer, als Opfer der deutschen Kriegs- und Besatzungspolitik und war so mit den Vorstellungen der Ideologen stimmte eher überein, als wenn man deutscher Schäferhund, also ein deutscher Schäferhund als Held war problematischer als ein elsässischer Schäferhund, um das mal so auszudrücken. Die Charaktere der eingesetzten 3 Hundedarsteller waren unterschiedlich, sodass ihre Verwendung nach Bedarf variiert wurde. Die Macher der Serie orientierten sich also durchaus an den tierischen Fähigkeiten. Grenzen wurden aber dennoch mitunter überschritten. Noch eine Folie habe ich. In einer bekannten Szene sollte sich Scharik in der Berliner U-Bahn im Mai 1945 mit einem Rucksack zwischen den Zähnen durch eine enge Röhre quetschen, um einen chemischen Zünder zu entschärfen. Bei dieser in Lodz gedrehten Sequenz, wir sehen hier diese Aufnahme mit dem polnischen Schauspieler Janusz Gajos und Scharik oder einem der Darsteller von Scharik, war der Hund einer von den 3 Darstellern namens Trimmer vorgesehen. Und bei dieser Szene hielt sich Trimmer an die Anweisungen, die ihn bis ans Ende seiner Kraft brachten, wie es im Roman beschrieben war. Zitat: Der Wolfshund wedelte leicht mit dem Schwanz und machte sich noch einmal auf den Weg. Er spürte, wie ihm die Muskeln schmerzten und es in seiner Brust stach. Immer wieder wurde ihm schwarz vor Augen. Er entsann sich Janeks Stimme, wusste, dass er sein Ziel erreichen musste, und er schaffte es. Zitat Ende. Der Hund als echter Kamerad kannte also selber den Feind sozusagen. Das positive Image des treuesten Freunds des Menschen dient hier dem höheren Zweck der bedingungslosen Bekämpfung des deutschen Aggressors. Mehr noch als die menschlichen Schauspieler wurde Scharik zur Heldenfigur und alle seine Darsteller, die ein hohes Alter erreichten und von Privatleuten verwöhnt wurden, änderten schließlich ausgestopft in der Hundepolizeischule Sukowice, wo sie noch heute zu finden sind. Wir haben es also bei unserer Beschäftigung mit Scharik mit verschiedenen Ebenen zu tun. Zunächst ist da die platonische Idee des Hundes, der wir hier in 2 Ausführungen begegnen. Der Hund an sich, also sozusagen. Im Roman des Originals ist sie eng mit dem russisch-sowjetischen Ideal des zähen Hirtenhundes verbunden, der zudem einen russischen Namen trägt. In der Fernsehserie wird daraus ein Schäferhund,
der sich durch Wagemut und bedingungslose Treue auszeichnet. Der Zuschauer kann dies aufgrund seines medialen Vorwissens entsprechend einordnen. Er weiß, wie die Sache in Berlin ausgegangen ist. Auf einer weiteren Ebene fügt sich der Hund des Romans wie der Serie in die volkspolnische Überlieferung des Zweiten Weltkriegs ein und macht den Kampf der kommunistischen Soldaten menschlicher, ohne dass Mensch wie Tier entgeht, wer denn der Feind ist, nämlich der Deutsche. Wir können uns aber auch mit den konkreten Hunden beschäftigen, die Schariks Rolle spielen. Hier wird also deutlich, dass trotz intensiven Trainings die Handlungsmacht des Tieres äußerst wichtig ist. Für bestimmte Drehsituationen eignet sich der eine Hund mehr als der andere. Entsprechend wird er eingesetzt, weil man das Tier zu nichts zwingen kann, was seinem Wesen völlig fremd ist. Dennoch werden die eigentlichen Beweggründe des Hundes letztlich nicht klar. Und dann ist schließlich noch da Scharik als Ikone und Vorbild in der medialen Repräsentation. Er wird somit zu dem polnischen Schäferhund schlechthin. Seine Darsteller sind über ihren Tod hinaus als ausgestopfte Objekte und auf Zelluloid gebannt wirksam. Und somit ist in all diesen Funktionen Scharik auch Teil einer deutsch-polnischen Verflechtungsgeschichte. Ja, das wäre mein Beispiel. Und wir haben, glaube ich, noch eine Schlussfolie. Und man könnte natürlich auch ganz andere Aspekte anbringen. Und wir sind natürlich selbstverständlich jetzt offen, wenn wir mit Ihnen diskutieren wollen, sowohl über das, über was wir gesprochen haben, aber auch vielleicht über ganz andere Themen, die Ihnen am Herzen liegen. Auf jeden Fall herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld und ja, wir freuen uns auf Ihre Fragen.